Hallo Leute, willkommen zurück zu Stalker Shadows of Chernobyl. In der letzten Folge sind wir vom Roten Wald, ja, im Prinzip im Roten Wald zurückgegangen aus dem Steuerungsbunker und sind nach Pripyat reingegangen. Für diese Folge ist der Plan, gut, erstmal in Pripyat das erledigen, aber dann nicht zum Tschernobyl-AKW gehen. Das ist noch nicht der Plan diese Folge, sondern gut, die Stashes hier in Pripyat finden. Das auf jeden Fall. Und wir machen uns auf den Rückweg zur Bar. Probieren vielleicht nochmal die Mission mit den Banditen in Rostock. Aber haben in der Bar auch noch was zu erledigen. Und auf dem Weg auch nochmal ein bisschen was. Zum Beispiel hier noch den Granatwerfer finden. Und hier gibt es auch noch etwas zu tun. Nichts Offizielles, aber das dazu kommen wir nachher. Und bei der Bar möchte ich auch noch was erledigen. Gut, wir schauen erstmal, was hatten wir hier noch zu erledigen? Weg zum AKW Tschernobyl finden. Okay, das möchte ich jetzt noch nicht unbedingt. Wobei, wir könnten einmal kurz den Weg schon mal finden. Nee, ich mach's noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir sofort zurückkommen. Ja, der Gruppe folgen geht leider nicht mehr. Die ist ja in der letzten Folge gestorben. Dann würde ich sagen, suchen wir uns die Stashes und machen uns auf den Rückweg. Wir haben ja im Hotel auch die, ja, die den geheimen Raum gefunden und die Dokumente gefunden. Und ich sehe da vorne schon, war jemand. Gut, mal kurz einen kleinen Überblick verschafft. Da steht er. Ist einer? Das scheint einer zu sein. Ich mal hier vorne an die Ecke. Gut. Ja, und wir nähern uns auch langsam dem Ende von Shadows of Chernobyl. Ich habe hier einen auf der Map. Und ja, habe mich jetzt entschieden, danach kommt auf jeden Fall noch Clear Sky. Das auf jeden Fall noch, allerdings wahrscheinlich, also vielleicht auch nicht in der Complete Mod, das bin ich gerade mal noch am Schauen. Da hat mir jemand noch eine andere Mod geschrieben, die auch sehr, sehr interessant ist. Und was war das? Holy fuck. Oh, Snorks, nein. Okay. So, mit der Shotgun fühle ich mich da wieder ein bisschen wohler. Haben die eben auch so gebrüllt? Zuerst war es ein Snork, der da so gebrüllt hat, oder? Wow. Ja. Wo waren wir? Genau, in der, mit, also Clear Sky kommt vielleicht mit der anderen Mod, die auch sehr interessant ist. Ich schau. Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Da. Aber ich hol den erstmal weg. Ist der schon tot? Der scheint schon tot zu sein. Okay. Dann hole ich nicht mehr weg. Habe ich doch gut getroffen. Was haben wir hier denn? Okay. Ja, vielleicht eine andere Mod, aber ich teste sie vorher erstmal, wie es ist. Also einen kleinen Teil teste ich sie an. Und dann werden wir sehen, dass es wieder Laderuckler gibt. Ja, nein, mit welcher Mod ich dann spielen werde. Okay, der erste Stash, der müsste hier vorne sein. Ich weiß nicht, ob wir, hier ist wahrscheinlich, hier ist die Tiefgarage. Da müssen wir natürlich die Tiefgarage. Okay. Gut, mal schauen. Dürfte ja an sich frei sein, der Weg. Denn wir haben ja
in der letzten Folge schon alles erledigt hier. Hier ist noch einer, zwei, drei. Oh, da sind. Ist das eine neue Gruppe? Ich glaube, das ist eine neue Gruppe, kann das sein? Ich schau mal, was sie machen. Körper durchsuchen kann ich nicht. Naja, aber so wie es scheint, ist das nur einfach so eine Gruppe, aber der, dadurch, dass der Questmarker noch hier bei diesem ist, wird das nicht sehr viel nützen, da wir dem Typen theoretisch folgen müssten. Gut, dann schauen wir mal. Irgendwo gibt's, nee, hier gibt's doch keinen mehr jetzt. Nö, keiner mehr da. Gut. Dann müssten wir hier links rein. Genau, und da vorne sollte der Stash sein. Hier im Haus. Dann nehme ich allerdings mal Shotgun rein. Wer weiß, was uns da so erwartet. Okay. Ja, hier ist nichts. Weitere. Hier wäre es theoretisch, aber wahrscheinlich ein Stockwerk weiter oben. Okay. Ja, sieht ganz gut aus. Was mir noch eingefallen ist gerade, ich hatte übrigens die Grafik doch noch nicht alles ganz hochgeschraubt. Das, was noch gefehlt hatte. Hm, schön, ein Anzug noch. Ja, gut, wiegen ein bisschen viel. Da, 3 Kilo. Oh, da ist gerade die Frage, was ich denn wegwerfe. Wollen wir hier mal wieder so viel. Die brauchen wir gar nicht. Also zumindest nicht so viel. Okay, ja, komm. Ach, hiervon noch ein bisschen. Wie viel wiegt die? 0,23 mache ich noch einmal weg. Gut. Aber insgesamt noch 140 Schuss, das passt. Ja, und zwar habe ich es... Ja, Anti-Aliasing oder wie es auch immer genau jetzt ausgesprochen wird, das kann ich gar nicht selber sagen. Auf jeden Fall, das hat noch gefehlt. Das habe ich jetzt noch hochgeschraubt. Dadurch sieht es nochmal einen kleinen Tacken besser aus. Rechnen damit, dass hier irgendwas kommt. Irgendwas wartet hier. 100 pro. Was war da? Eine Muschel? Plus 30 Verbrennung und Gravit. Plus 5 Strahlung und plus 3 Reißer. Okay. Na komm. Oh, ging sogar ganz gut. Okay, gehen wir zum nächsten Stash. Hier in Pripyat. Und der... Wir, haben wir jetzt eigentlich überladen immer noch? Wir sind immer auch überladen. Wieso sind wir... Ach so, klar, weil wir logisch die neuen Artefakte aufgehoben haben. Dann schmeiße ich eine Wurst nochmal weg. Ich erkenne nicht ganz, ob das 2 oder 3 sein soll. Ja, ich esse mal. Ja, es waren 2, aber okay. Gut, nächstes Dash. Der ist hinter dem Gebäude. Gut. Moment, wirklich hier? Nee. Eins weiter, oder? Genau, eins weiter. Da war gerade kurz das eine auf der Map. Das heißt, nehmen wir die Waffe. Aufgrund der Sonneneinstrahlung würde ich wahrscheinlich bei dem anderen Visier nichts sehen. Okay. Ja, ich weiß, ich bin wieder überladen jetzt. Oh, da liegen noch ein paar Artefakte. Zumindest eins. Steinblume. Oh, da liegt noch eins.
Gravit, ne? Genau, Gravit ist das. Okay. Wird wahrscheinlich irgendwo da hinten sein. Naja, kurz gesehen. Noch ein Artefakt. Eine Seele, ja. Nehmen wir mit. Boah. Musst du mich so erschrecken, du Arschloch. Mann. Oh. Ja. Ich dachte, er hängt irgendwo weiter oben am Haus oder sonst wo, aber nee. Kommen wir da von der anderen Seite ran? Das könnte sein. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bin zu erschöpft, um zu gehen, ja. Hm? Oh, schnell. Puh. Gut. Gut, 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 gut. Alles in Ordnung jetzt, alles. Habt ihr euch so gedacht, ihr Penner? Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Hier ist eine kleine Freistelle, so wie es scheint. Ja, ich mache mal einen Quick Save. Oh, ist alles voll. Aber wenn es das nicht lohnt jetzt, ne? Das muss lohnen, du. Boah, 30 Schuss. Was war's denn? Wo ist es denn jetzt? Da. Ein Kloß und Schleim. Oh, ist in Ordnung. Gut. Na, passt auf. Ich werf den Anzug doch nochmal weg. 5 Kilo. Ja, ich werf den weg. Und dann machen wir es auf dem Rückweg. Oh, ich bekomme noch Munition für, sehe ich gerade. Braucht dieselbe, genau. Ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich habe natürlich eben auch viel verballert, wo mich der eine so erschrocken hatte. Aber ich weiß eh nicht, wie viel wir jetzt noch... 3 Leute am Radar? Mal probieren, schnell durchzukommen. Okay, sind wir weg. Alles klar. Gut, jetzt sind wir ja genau wieder im Roten Wald. Und da gibt es noch was Kleines, was es eigentlich ja nie ins Spiel geschafft hat. Zumindest so, wie es mir jetzt gesagt wurde. Ich glaube, so wie es mir gesagt wurde, ich hoffe, ich erinnere mich richtig und sage jetzt nichts Falsches. Aber das hat es wohl nie ins Spiel geschafft und den Code gibt es aber trotzdem. Das ist nämlich eine Tür, die mit dem Codeschloss gesichert ist. Der Code funktioniert trotzdem und man kann trotzdem reingehen. Also werden wir das natürlich auch tun. Dadurch, dass jemand so nett war und mir den Code verraten hat, ist das auch möglich, weil ich hätte es gar nicht gewusst, dass es da sowas überhaupt gibt oder wir da reinkommen, wenn es das nicht in-game gibt. Aber scheinbar haben sie ja wirklich den Code noch drin gelassen. Der ist, glaube ich, in-game nicht zu erfahren, sondern es hat einfach einer ja irgendwie probiert. Hier ist es nämlich ein Kombinationsschloss. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel schauen. Das wäre die 1, 2, 8, 7. Und die 9, 7, 5. Tatsächlich. Ist ja... Auf jeden Fall Dankeschön für den Tipp. Die Tür schließen geht nicht. Hier sind nochmal 3 Medikits. Das war's aber auch. Also scheinbar ist hier nichts Besonderes.
Türen gehen nicht auf. Und hier geht's auch nicht weiter, ne? Okay, ja, also falls hier mehr ist. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Funkgeräte. Wahrscheinlich war es irgendeine Quest. Vermutlich. Mit, ja. Weiß nicht. Ein Funkraum. Irgendwas machen in einem Funkraum von einem. Vielleicht soll es dann hier oder hier weitergehen. Ich vermute eher, hier sollte es weitergehen dann. Aber. Ja, das geht nicht. Also falls hier doch noch was ist, was ich jetzt übersehen habe, schreibt es mir nochmal. Dann werde ich es auch selbst, wenn ich Shadows of Chernobyl durchhabe und schon beim nächsten bin, werde ich es mir wahrscheinlich trotzdem mal eben kurz angucken. Ach ja, und es gibt noch die Info zu dem Hund, der hier ist. Ich glaube, da schauen wir auch nochmal vorbei. Der, beziehungsweise die Hunde, das ist aber alle eigentlich nur einer. Und der erschafft im Prinzip diese Abbilder. Und die verschwinden erst, wenn wir den, ja, den normalen Hund gekillt haben. Der wird wahrscheinlich irgendwo in der letzten Ecke sein. Also vermutlich irgendwo hier hinten in dem Bereich. Letztes Mal waren wir ja hier vorne noch. Und von der Seite kamen wir ja hier oder hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schätze ich, er wird irgendwo in dem Bereich hier sein. Gut, wir haben schon wieder Strahlung. Ich nehme mal ein Forschungsmedikit. Deswegen versuche ich jetzt mal so schnell wie möglich einfach da hinten hinzukommen. Oh Gott. Na, da. Ich weiß gar nicht, ob es... Schon wieder. Ja, ich lasse es jetzt erstmal eben. Definitiv eine Anomalie, wie man da sieht. Da unten ist ein Artefakt. Was ist das denn, was da im Boden verschwunden ist? Na, eine Batterie ist das, genau. Gucken, kommt es wieder raus? Nee. War vielleicht auch einfach nur ein Grafikbug. Nee, sondern nicht, da ist es wieder. Was ist das? Ich glaube, ich schieß jetzt gleich mal drauf. Nee. Ja, keine Ahnung, was das ist. Aber da sich das Fadenkreuz auch farblich nicht ändert, wird es vermutlich nichts Besonderes sein. Das. Auf jeden Fall auch wieder eine Anomalie, sieht man ja an den Blättern, die da rumwirbeln. Ich höre auf jeden Fall ein Knurren. Aber hier ist auch alles voll mit Anomalien. Da unten ist noch ein Artefakt. Probieren wir da mal hinzukommen. Hier reiht sich Anomalie an Anomalie. Da möchte ich jetzt nicht gerade durchgehen. Ich möchte auch meine Shotgun gerade nicht weglegen. Boah! Ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, warum. Dieser scheiß Busch. Das Geräusch hat mich auf einmal erschrocken. Ich dachte, es wäre... Ich habe auf jedes Geräusch geachtet. Aber das eine war dann... doch nichts Bedrohliches. Scheint, ja. Was ist das denn für ein Artefakt? Ein Goldfisch. Gut. Haben wir. Schauen wir mal kurz. Goldfisch hatten wir ja schon. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Wo ist es denn? Goldfisch, doch. Aber insgesamt dreimal. Plus 5 Strahlung, plus 5 Reißer. Okay.
Gut, so hier weiter den Hund. Da höre ich auf jeden Fall Hundegebell. Das ist wahrscheinlich ein Snork. Sieht mir stark danach aus. Hundelein, wo bist du? Ich habe kleines Fräschchen für dich und irgendwas sieht uns. Und wir sind verstrahlt. Na, Snork da oben. Der hat uns, glaube ich, gesehen. Okay. Hunde, Hunde, Hunde. Ich dachte, da hätte sich was bewegt. Hunde, 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 Hunde. Ja, immer wenn der Bildschirm so bläulich wird, dann sind wahrscheinlich Hunde in der Nähe. Da ist noch ein Snork gewesen. Und Hunde höre ich auf jeden Fall. Okay, der ist vermutlich doch auf der anderen Seite. Wie es scheint. Nochmal ein paar Hunde, aber die sind mir gerade relativ egal. Gott, hier ist ja alles voll. Was ist hier passiert? Okay. Die nicht, oder? Also entweder habe ich so gerade die ganze Zeit nicht getroffen, oder die halten einfach mehr aus als gedacht. Ja, kommt da nicht hier hoch? Ich glaube, das ist auf die Entfernung einfach. Na, pass auf, ich mach's mal anders. Einmal nachladen. Und dann, nein, nicht im Fernglas. Auch kein Bolzen. So. Ja, du bist wahrscheinlich einer. Genau. Der verschwindet. Ach Quatsch. Ich darf ja nicht wechseln. Shotgun habe ich ja noch da. Gut, die loote ich jetzt natürlich nicht. Das ist ein bisschen viel. Leck mich! Gott, ey. Nein, das ist ja noch mehr. Nee, 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 nee. Okay, sind nicht wirklich weitergekommen. Die kommen immer da hinten aus der Richtung. Wie es mir scheint. Mein Aim ist ja heute wieder. Die kommen echt immer von da hinten. Ich gehe wirklich mal da hinten. Ich mach mal einen Quicksave. Und renne jetzt einfach mal schnell. Ja, gut, komm, 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 komm. Gut, das war er scheinbar nicht.
treffe die einfach nicht mehr. Das ist der Wahnsinn. Das war er. Das hier war er wohl. Pseudo-Hundeschwanz. Gut. Was auch erledigt. Auch wenn wir hier die halben Munition verballert haben, die warten. Ja, ich weiß, da war rechts ein Hund. Nein, 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 und da ist... Nein! Glück gehabt. Wir schießen nochmal welche. Wer schießt da? Habe ich euch das erlaubt? Hallo? Nee? Ja, ja, wartet doch mal, Leute. Oh, da kommt eine Granate. Im selben Plan wie ich. Okay, es war zu. So weit vorne. Ach, Waffe klemmt. Mein Gott. na? Na komm doch raus. Sehe ich die vielleicht. Oh. Hat der wieder so ein grün. Der hat wie ein grün. Oh nee. Wieso hat der Anzug wie ein grünes Nacht. Oder. Nee, eigentlich hat doch. Glaube ich auch ein schwarz-weißes. Ich werde mit euch welchen. Ich looten jetzt mal. Da kommt er wahrscheinlich eh raus, aber. Okay. Müsste es... Ja gut, am Radar sehe ich es gerade, glaube ich, nicht so ganz, weil die andere Sicht davor ist. Aber könnte es gewesen sein, theoretisch. Ja. Okay. Gehen einfach mal weiter. Zurück. Armeelager. Oder war Armeelager war das Gebiet, glaube ich. Hieß es. Meine ich. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es hieß so. Immerhin ist ja auch ein riesen Armeelager da drin. Na gut, riesen ich habe. Ein kleines. Sagen wir mal. Na komm schon. Synchronisiert zu Ende. What the fuck? Leck mich am Arsch, was ist da denn los? Nee, 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 das könnt ihr mal schön vergessen, da hau ich aber mal ab. Naja, und wenn eine Anomalie war, klar. Was war da denn los? Oder ist das, weil der Anzug... Nee, warte mal, ich hab den... Ich hab einen anderen an, ich hab einen gepanzerten Kampfanzug noch an. Deswegen. Jetzt haben wir wieder... Ja! Nee, also da... Ich gehe nicht dahin. Nee. Was sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade... Ach komm, zentriere mich einfach mal. Da, dann... Oh, da haben wir nochmal Stash. Sehr schön. Ach, da oben haben wir... Da holen wir erstmal hier hinten den Stash. Müsste da etwa sein. Und gehen danach zum nächsten. Nee, ist doch nicht hier. Ne, noch weiter. Noch weiter hier drüben. Bei dem Artefakt scheinbar. Gravit, ne? Genau. Och nö. Ich höre Hunde. Ich mag keine Hunde. Also in Stalker.
Echt mag ich Hunde, aber nicht in Stalker. Ja. Wieso halten die so viel aus mittlerweile? Die brauchen normalerweise auf die Entfernung auch mit der Shotgun weg. Sag mal. Gut. Ich nehme jetzt mal die Pistole ein bisschen rein. Und schieß trotzdem daneben. Okay, mal schnell hier hoch. Stashy, wo bist du? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier ja nichts. Ah, da war gerade kurz mal. Na? Wo ist es denn jetzt? Da, na, da. Ja, toll, zwei Medikits und 60 Schuss. Ja, ob sich das gelohnt hat, ne? Naja, gut, meinetwegen. Okay, was haben wir noch an Munition dabei? Mit der Shotgun haben wir noch etwa 43 Schuss. Na gut, ich würde sagen, wir schauen mal. Uns hier ein Blutsauger drauf um. Denn mir wurde gesagt, dass hier der Bulldog 6 Granatwerfer noch liegen soll. Und warum nicht, ne? Okay. An einem der Häuser auf jeden Fall. Schauen wir mal, würde ich sagen, hier rein. Wenn wir hier vernünftig reinkommen. Ah ja, hier. Da ist ein Rohr. Nee, da hinten sind... Was? Wer ist da? Was seid ihr? Freiheit. Ja, wie viel Schuss haben wir davon mittlerweile? 58 insgesamt, na gut. Na, ah, fall doch um. Genau. Gut. Dann Shotgun wieder rein. Aufstehen. Und dann schauen wir mal, was die denn dabei haben. Vielleicht ist auch hier direkt der... Ich schaue erstmal, was die dabei haben. Man macht sich dem aus. Super, ein bisschen Munition, das ist immer gut. Munition. Ja, hier kann man auch noch mal ein bisschen für mitnehmen. Und Munition. Gut, und ich sehe gerade, ich habe schon wieder überzogen. Um 5 Minuten. Deshalb würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und ja, wer wollt, natürlich auch ein Abo, klar. Das natürlich auch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Sobald ich das Haus hier fertig habe, ja, sieht aus, als ob es hier nicht wäre. Nee. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Stalker Shadows of Chernobyl.